Hier ist aber ein Bogner. Auf Level 39 sind die hier. Bogihasi. Der Bogihasi. Also irgendwo ist hier. Da oben. Wir machen mal hier den Kreier. Den Seelenstein an. Oh, ich muss nur einmal klicken. Ja, ein paar sind hier. Da, grüne Haare. So Leute geben extrem viel Geld aus. Okay, die Rüstung zum Beispiel ist jetzt wahrscheinlich gefärbt, aber nicht ein Skin. Und der hat einen Bogen, das sieht nach Magnanit aus. Was hat der für einen Bogen? Kenne ich jetzt nicht. Aber sieht schön aus. Und der hat coolen Stab. Der schwarze sieht gut aus. Kriegsfürst aus AFK. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also warten wollen wir nicht. Hier kommt noch ein, der Carpaccio. Noch ein, zwei Bersi Blutbrühen. Ah, jetzt kommen die Leute langsam. So, ich hab auch ab. So, wir gehen den hinter nach. Leider fehlt uns noch ein bisschen an Reichweite. Die haben keine Chance. Wir müssen immer die ganze Zeit abhauen. Cooldown. Alles cooldown. Zwölf Schaden! Yeah! Wir haben 12 Schaden mit Schilddurchbohrung gemacht. Wir sind so gut. Ja, ja. Leider können wir noch nicht viel machen. Ich weiß nicht, ich gehe lieber wieder zurück. Irgendwie wird es mir ein bisschen murmelig. Aber ja, so sieht's aus. Spieler gegen Spieler. 3 Gegner. Oder 4 Gegner. Ja, es ist meistens sehr unfair, aber zum guten Glück wird nicht so extrem geflamed. Also man kann eigentlich auch nicht flamen, weil wir hören sie einfach nicht. Das ist das Coole daran. Bei Leech of Legends immer. Ganze 5 ihr seid so unfair. Meine, ich geh auf. Bye bye. Nein, die ganze Zeit wird gehört in LOL.
Ja. Aber habe ich jetzt irgendwie Kriegs... Ich muss sie, glaube ich, töten, oder? Schauen wir mal. Ja, wir haben keine bekommen, aber ist doch egal. Später dann. Wir werden Anfang voll auf Damage gehen und erst später dann defensiv und dann auch mal alleine angreifen, sowieso. Also wir werden das schön gut planen. Und ja, ihr könnt sagen, wenn ihr irgendwer das ändern wollt, ändern, also anders haben wollt, ja, einfach mal ein bisschen schreiben und ja. Ich werde es so gut wie möglich alle Sachen beantworten und auch ändern und annehmen. Ja, wir gehen hier mal in das Tor, in die Falltür. Irgendwo ist hier eine Falltür. Sind überall Greife. Wo war jetzt die Falltür? War die noch vom weiter vorne? Da unten. Gehen wir mal hier rein. Und kommen wo raus? Ah, einfach nebenan. Also. Gehen wir den Ork-Marodeur holen. Zuerst nach Birka. Noch keinen blauen Teil. Der Erfahrungsbalken ist noch nicht zu sehen, meine ich. Also kurz nach Birka. Gehen wir hier oben durch, rüber nach Gokstad. So, irgendwo hier, da oben. So, und jetzt. Und Blofo, wo ist denn der Blofo? Ah, da oben. Kommen wir gehen kurz nach Gokstad. Wie heißt's? Das andere. Hauptstadt. Hopp und Gokstad. Aha. Was war denn das?
Was das nennt, war das ein Blitz oder was? Hier war immer ein Weihnachtsbaum. Also spawnt immer wieder ein Weihnachtsbaum, aber diesmal nicht. Ist der irgendwie hier oben? Diesmal. Nö, scheinbar nicht. Schade. Weil das Weihnachts-Event ist wahrscheinlich bald zu Ende. Ich möchte gerne noch ein paar Sachen als Erinnerungen sammeln. Scheinbar nirgends hier etwas. Naja. Konzentrieren wir uns wieder auf die Quests. Die geben einfach so extrem viel Erfahrung, das ist momentan gut. PvP-Arena kämpfen können wir danach machen. Aber momentan sind einfach zu viele Spieler nicht da. In meinem Level und so. Die wollen. Ab damit Level 60 gerne. Also wir machen hier mal wieder den Bind hin. Es gibt kein Feedback, nichts, dass ich den aktiviert habe. Das ist mega blöd. So viele Anreden. Ah, gut. Ja, nach Monten zu knien müssen wir auch noch. Okay. Dann gehen wir unten durch. Da gibt es meistens irgendwas zu finden. Hier hoch gibt es, glaube ich, nichts. Aber hier unten durch. Es gehen nicht so viele Spiele durch. Da kann man schön etwas sammeln. Oh, schön, mit auf dem Weg. Oh, der schlechteste Weihnachtsbaum seit langem.